Der furchtbare Missbrauchsskandal von Lüchte hat fast jedem, der sich damit befasst hat, wirklich schlaflose Nächte bereitet. Jetzt ist letzte Woche ein erstes Urteil in dieser Sache gefällt worden. Ein Täter wurde verurteilt, und zwar zu 2 Jahren Bewährung und 3.000 Euro Strafe. Dieser Täter hat zwar nicht selber aktiv missbraucht, aber er hat die Dienstleistung in Anspruch genommen und das Ganze sich übers Internet zukommen lassen. Hat nur zugeguckt, aber er hat eigentlich letzten Endes sowas in Auftrag gegeben. Die Richterin hat das damit begründet, dass das auch nur zweimal Episoden von mehreren Monaten waren, wo er eben diese Dienstleistung genutzt hat, der aktiven Täter, die dann selber die Kinder wirklich missbraucht haben. Bei so einem Urteil, da fällt einem wirklich nicht mehr viel ein. Es ist wirklich unglaublich enttäuschend. Diesem Fall wurde so hoch aufgehangen, es wird einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geben hier bei uns im Nordrhein-Westfälischen Landtag, den auch unsere Fraktion mit direkt als erstes eingefordert hat, auch vehement eingefordert hat, immer wieder. Wir haben eine lange, umfangreiche Anhörung hier gemacht im Familienausschuss, haben uns einen ganzen Tag Experten angehört, was man besser machen kann, damit eben es nicht mehr zu solchen Missbrauchsfällen kommen kann überhaupt oder wie man zumindest die Wahrscheinlichkeit eindämmen kann. Ja, und dann haben wir sogar Täter dingfest gemacht. Wir können sie verurteilen und das ist das Ergebnis. 2 Jahre auf Bewährung und 3.000 Euro Strafe. Ja, es mag sein, dass rein formal juristisch betrachtet das Urteil richtig ist. Aber ganz ehrlich, wenn ich als Betroffene mir überlegen soll, ob ich überhaupt eine Anzeige aufgebe, diese Tortur einer Gerichtsverhandlung auf mich nehme, Aussagen treffen muss, mich wieder mit dem Täter konfrontieren muss und so weiter, damit am Ende des Tages so ein Urteil bei rauskommt, ja, da muss man sich vielleicht gar nicht wundern, dass auch in Zukunft weiterhin, so wie es auch jetzt schon ist, viele Opfer davon absehen, überhaupt eine Anzeige zu erstatten. Und welche Signalwirkung hat das denn auf die Konsumenten, die sich eben nur Kinderpornografie am Bildschirm angucken, nicht selber Hand anlegen? Also ganz ehrlich, für mich ist das nicht nachvollziehbar, weil gerade auch die Kunden, die eben nur am Bildschirm mit dabei sind, die sind doch auch der Grund dafür, warum immer mehr Leute Kinder missbrauchen, das auf Video aufzeichnen und dann auch noch im Netz verkaufen. Und die Kinder haben dann das Problem, dass sie nicht nur diese abscheuliche Tat erleben mussten, sondern dass die Bilder und Dokumente davon wahrscheinlich für immer durchs Internet geistern werden und sich entsprechende triebhafte Personen daran aufgeilen. Es ist grauenvoll und deswegen finde ich, müssen auch diejenigen, die nur im Netz Kinderpornografie konsumieren, deutlich härter bestraft werden.